请听德语节目。Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 19. September 2024, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch der Frage nachgeht, was kann man Freunden und Verwandten aus Taiwan mitbringen? Danach folgt ein Rund um die Insel mit Ilon Huang, ein Interview mit der Kuratorin Angela Xu zu ihrem dreisprachigen Gedichtsband Der schlaflose Hai. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. China beendet zollfreie Einfuhr von 34 landwirtschaftlichen Produkten aus Taiwan. Pager-Explosionen im Libanon. Taiwanische Regierung nimmt Stellung. Taiwan erkennt gleichgeschlechtliche Ehen zwischen Taiwanern und Chinesen an. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die chinesische Regierung hatte Mittwochabend angekündigt, dass die zollfreie Einfuhr von 34 landwirtschaftlichen Produkten aus Taiwan ab dem 25. September dieses Jahres beendet würde. Wie Focus Taiwan berichtete, seien unter den betroffenen Produkten sowohl Obst, Gemüse und Meeresfrüchte, wie beispielsweise Kokosnuss, Ananas, Mangos, Papayas, Kohl, Zwiebeln, Karotten, Hering und Schrips. Taiwans Festlandkommission hat heute die Beendigung der zollfreien Einfuhr durch die chinesische Regierung kritisiert. Dieser wirtschaftliche Zwang würde Landwirten und Fischern auf beiden Seiten der Taiwanstraße schaden. Die Maßnahme dürfte Unmut bei taiwanischen Landwirten, Fischern sowie der allgemeinen Bevölkerung hervorrufen und dadurch nicht der langfristigen Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und China nützen. Die Festlandkommission sagte dazu, die Kommunistische Partei habe in letzter Zeit immer wieder Handelspolitik als Waffe benutzt. Man könne nicht auf den guten Willen der Kommunistischen Partei vertrauen, da diese immer politische Ziele habe und jederzeit widerrufen werden könne. Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Jingji sagte, dass das Exportvolumen dieser 34 Produkte nach China in diesem Jahr bisher 7.360.000 US-Dollar umfasst habe. Durch die zollfreie Einfuhr seien dabei Einfuhrzölle in Höhe von 1.075.000 US-Dollar entfallen. Man schätze die Auswirkungen der Änderungen als begrenzt ein. Nachdem am 17. September Pager im Libanon explodiert waren, hat sich das taiwanische Verteidigungsministerium heute zu dem Vorfall geäußert. Bei den Explosionen am Dienstag waren 9 Menschen gestorben und etwa 2.800 waren verletzt worden. Nachdem Medien berichtet hatten, die Pager seien von der taiwanischen Firma Gold Apollo hergestellt worden, hatte diese gestern erklärt, man sei weder in das Design noch in die Herstellung der Pager involviert. Gold Apollo habe lediglich die Markenrechte zur Verfügung gestellt. Der taiwanische Verteidigungsminister Wellington Koo stellte am gestrigen Mittwoch ebenfalls klar, man habe nichts mit dem Vorfall zu tun. Die nationalen Sicherheitsbehörden würden den Vorfall untersuchen. Am heutigen Donnerstag sagte die Regierungssprecherin Li Huizhi, die betroffenen Pager sind nicht direkt von Taiwan aus in den Libanon exportiert worden. Von 2022 bis August dieses Jahres hat die Firma 260.000 Pager exportiert, vor allem in europäische und amerikanische Länder. Die Produkte haben weder das Potenzial, tödliche Explosionen zu verursachen, noch gibt es Medienberichte über Explosionen. Der Vorfall wird derzeit von der taiwanischen Justiz untersucht. Das taiwanische Innenministerium hat heute ein Schreiben veröffentlicht, wonach Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen chinesisch-taiwanischen Paaren in einem Drittland in Zukunft von Taiwan anerkannt werden. Bisher galt die Regelung, dass chinesisch-taiwanische Paare geschlechtsunabhängig zuerst in China heiraten müssen, bevor ihre Ehe in Taiwan anerkannt wird. Da gleichgeschlechtliche Ehen in China nicht möglich sind, wurden Ehen zwischen chinesisch-taiwanischen gleichgeschlechtlichen Partnern bisher nicht in Taiwan anerkannt. Auch nicht, wenn sie in einem Drittland geschlossen wurden. Die taiwanische Festlandkommission sagte, das reguläre Verfahren, welches bei Ehen zwischen Taiwanern und Chinesen angewendet würde, bleibe bestehen. Dieses umfasst unter anderem Interviews mit den chinesischen Partnern, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Hinsichtlich der Frage, ob nach der Anerkennung der Ehe in Taiwan die chinesischen Partner
auch einen taiwanischen Personalausweis erhalten können, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Festlandkommission, das komme auf China an. In einem letzten Schritt müsste der Wohnsitz in China aufgegeben werden, bevor ein taiwanischer Personalausweis beantragt werden könne. Solange die gleichgeschlechtliche Ehe in China nicht anerkannt sei, dürfte dies unmöglich sein. Taiwan war 2019 das erste Land in Asien, welches die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Nachdem der Zementhersteller Taiwan Cement Corporation am 13. September in einer Pressemitteilung verkündet hatte, in Zukunft keine russische Kohle mehr einkaufen zu wollen, fordern Umweltschützer nun den Plastikhersteller Formosa Plastic Group auf, den gleichen Schritt zu gehen. Die taiwanische Stiftung für Umweltrechte hatte im Juli gemeinsam mit der finnischen NGO Center for Research on Energy and Clean Air sowie der russischen Umwelt-NGO EcoDefense den ersten Bericht über taiwanische Kohleimporte seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges veröffentlicht. Laut dem Bericht ist Taiwan seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zum weltweit fünftgrößten Importeur von russischer Kohle aufgestiegen. Gesamtimporte im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar würden eine Finanzierung des Angriffskrieges darstellen und das Leid der ukrainischen Bevölkerung verschlimmern. Die Stiftung für Umweltrechte äußerte sich positiv über den Schritt des Zementherstellers TCC, ab September keine russische Kohle mehr zu kaufen. Sie riefen andere Unternehmen auf, ebenfalls auf russische Kohle zu verzichten. Insbesondere der Plastikhersteller Formosa Plastic Group, der zwischen 2022 und 2023 Kohle im Wert von 100 Millionen US-Dollar gekauft hatte, solle möglichst schnell nachziehen. Heute Morgen haben zwei Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion, Michael Müller und Andreas Larem, die Deutsche Schule Taipei besucht. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Direktor des Deutschen Instituts und dem Wissenschaftsreferenten hat die Delegation aus Deutschland mit der Schulleitung gesprochen. Danach standen die Abgeordneten den Schülerinnen und Schülern der 8. bis 12. Klasse für Fragen zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler stellten unter anderem Fragen zu aktuellen Debatten in Deutschland sowie auch Fragen zum persönlichen Werdegang und den individuellen Positionierungen zu Fragestellungen. Insgesamt befanden sich die Politiker und etwa 50 Schülerinnen und Schüler 45 Minuten lang im regen Austausch. Im anschließenden Interview mit Radio Taiwan International betonte der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, wie wichtig es sei, in den derzeitig außenpolitisch schwierigen Zeiten gemeinsam auf außenpolitische Bedrohungen zu reagieren. Taiwan solle nicht das Gefühl haben, es sei allein. Die Bundestagsabgeordneten sind das erste Mal in Taiwan und haben seit ihrer Ankunft am Montag diverse Politiker und Abgeordnete getroffen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 363,85 Punkte gestiegen. Das sind 1,68%. Damit lag der Abschlusskurs bei 22.042,69. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 327,71 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 9,22 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 19. September. Der tropische Sturm Pulasan zieht heute nördlich von Taiwan Richtung China und bringt einzelne Regenschauer im Norden und Nordosten Taiwans mit. Im Süden bleibt es tagsüber sonnig. Nachts regnet es im Süden und auch am Freitag ist an der Südspitze Taiwans heftiger Regen zu erwarten. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 30 und 35 Grad, nachts zwischen 26 und 31 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 19. September 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Formosa Ik. Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, kürzlich gab es auf einer Lebensmittelausstellung in Taipei, die ich besucht habe, auch einen eigenen Bereich für sogenannte Banshouli, worunter man oft essbare Souvenirs versteht. Etwa zur gleichen Zeit bin ich im Internet auf einen Artikel gestoßen, in dem diskutiert wurde, welche Art von Banshouli dazu geeignet seien, dass man sie Ausländern schenke.
sehen wir uns einmal an, was der Autor für beachtenswert betrachtete. Zunächst ging er auf das Thema kultureller Tabus und der Etikette ein, denn niemand möchte mit seinem Geschenk in ein Fettnäpfchen treten. Als Beispiel führte er an, dass man gläubigen Muslimen keinen Alkohol schenken dürfe und auch Geschenke vermeiden solle, deren Verpackung religiöse Abbildungen enthalten würden. Vergessen hatte in diesem Zusammenhang, dass auch alles Essbare aus Schweinefleisch, wie zum Beispiel getrocknetes Schweinefleisch oder Würste, für diese Gruppe tabu sind. Deutschen wiederum solle man keinen Geldbeutel schenken, denn ein leerer Geldbeutel sei für sie ein schlechtes Omen, das eine finanzielle Krise ankündigen würde. Das hätte ich als Deutsche nun auch nicht gewusst. In England und anderen europäischen Ländern sei es dagegen verpönt, zu persönliche Dinge zu verschenken, wie zum Beispiel Parfum und Kleidungsstücke. Nun, da kommt es wohl auf das Alter der Beschenkten an, denn für kleine Kinder sind Kleidungsstücke doch ein beliebtes Geschenk. Da Taiwan eine Insel und damit jede Aus- und Einreise mit Grenzkontrollen verbunden ist, sprach er natürlich auch die entsprechenden Bestimmungen an, denn es macht keinen Sinn, jemandem etwas zu schenken, das er nicht in seinem Land einführen darf. In den USA und England ist es zum Beispiel verboten, Waren einzuführen, die Fleisch enthalten, wie das oben angesprochene und in Taiwan als Snack beliebte getrocknete Fleisch. Je besser man denjenigen, den man beschenken möchte, kennt, desto einfacher ist es, das Richtige zu finden. Meine Schwiegermutter wollte immer essbare Souvenirs für meine Mutter kaufen, wie die berühmten Ananasmürbchen und so weiter. Aber meine Mutter ist keine Freundin von gekauften Süßigkeiten. Sie isst nur ihre selbstgemachten Kuchen und Plätzchen. Allerdings isst sie gerne Erdnussbutter, etwas, was sie nicht selbst herstellen kann. Damit liegt man bei ihr dann richtig. Auch davor warnte der Autor, dass man nicht annehmen dürfe, dass Ausländer all das, was die Taiwanesen gerne essen, ebenso lieben. Hier riet er zu Produkten, die solchen im Ausland etwas ähnlich sind, aber einen taiwanesischen Touch haben. In diese Kategorie könnten zum Beispiel preisgekrönte Schokolade oder Marmelade aus Taiwan fallen, die einheimische Früchte integrieren. Und für Freunde von Whisky ist preisgekrönter Taiwan-Whisky sicher auch eine gute Wahl. Weiter stellte sich der Autor die Frage, was sind eigentlich Geschenke, die Taiwan repräsentieren, besonders wenn es nicht so auffällig sein soll, weil sie die Nationalflagge tragen, die Form der Insel Taiwan haben oder der Schriftzug Taiwan aufgedruckt ist, wie man es auf Gepäckanhängern, Magneten und Pins antreffen kann. Hier fielen ihm Dinge ein wie Bierbecher im Stil der taiwanesischen Bierhäuser, Untersetzer aus Glas mit traditionellen Glasmustern oder die berühmt-berüchtigten weiß-blauen Taiwan-Slipper, wobei die letzteren wohl eher für jüngere Leute geeignet sind. Und natürlich dürfen auch Geschenke mit dem Flair der indigenen Stämme oder der Minderheit der Hakka nicht fehlen. Die indigenen Stämme sind zum Beispiel für ihre Webkunst berühmt, wobei die unterschiedlichsten Materialien zum Weben verwendet werden können, zum Beispiel auch Bananenblätter. Diese werden dann natürlich nicht für Stoffe und Kleidung verwendet, sondern für Tischläufer, Taschen und so weiter. Als meine Schwester, die an Kunsthandwerk sehr interessiert ist, zu Besuch nach Taiwan kam, habe ich sie in eine Werkstatt im Landkreis Taidong geführt, wo wir nicht nur angeleitet wurden, selbst einen dekorativen Fisch zu weben, sondern wo sie auch eine wunderschöne Tasche für sich fand. Diese Produkte sind äußerst arbeitsintensiv, weshalb sie auch ihren Preis haben. Meine Schwester wollte auch unbedingt das Blaufärben ausprobieren, für das die Hakka in Taiwan berühmt sind. Den Wunsch konnte ich ihr in Sanxia, etwas südlich von Taipei, erfüllen. Produkte aus blau gefärbten Stoffen sind auch Geschenke, zu denen ich gerne greife. Die Hakka sind daneben für sehr bunte Stoffe bekannt, die mit großen Blumen bedruckt sind, doch diese sind sehr schreiend, für meinen Geschmack auch etwas kitschig und bestimmt nicht der letzte Modeschrei.
Nicht alles, was traditionell ist, muss unbedingt von gutem Geschmack sein. Was ich hier mit meiner Schwester unternommen habe, wurde auch vom Autor des Artikels vorgeschlagen, nämlich ausländischen Gästen solche Do-it-yourself-Erfahrungen zu ermöglichen, denn zu selbstgemachten Souvenirs hat man natürlich eine ganz besondere Verbindung. Außer dem Blaufärben schlug er zum Beispiel die Herstellung von bunten Glasperlen bei den Indigenen vor, aus denen man Armbänder, Ketten und so weiter machen kann. Ein ganz besonderes Geschenk wäre es von jemandem, der ausländische Gäste in Taiwan begleitet, in einem Büchlein Erinnerungen der Reise zu sammeln, zum Beispiel mit Hilfe von Ansichtskarten, niedergeschriebenen Erinnerungen und Fotos. Verschiedene Orte sind für lokale Produkte berühmt, wobei manche leichter zu transportieren sind als andere. In Hualien sind das zum Beispiel Marmorprodukte, aber auch rosa Steine mit schwarzen Musterungen, die wie chinesische Tuschemalerei wirken können. Hier hat meine Schwester für ihren Mann eine exquisite Gürtelschnalle gefunden. Geschenkartikel aus Stein oder Marmor dürfen nicht zu schwer sein. Auf der oben erwähnten Ausstellung wurden von einem Stand aus Hualien zum Beispiel Mörser oder Wanduhren aus Marmor angeboten. Diese waren zwar sehr schön, aber ich denke für Reisende wegen ihres Gewichts nicht so gut geeignet. Sie boten aber auch ein anderes interessantes Produkt an, nämlich Eiswürfel aus Marmor. Was versteht man darunter? Nun, das sind Marmorwürfel, die man in den Gefrierschrank gibt, um damit dann als Ersatz für Eiswürfel ein Getränk zu kühlen. Der Vorteil dieser Marmoreiswürfel ist, dass sie nicht schmelzen und somit das Getränk nicht verdünnen. Allerdings sind sie im Glas auch schwerer als Eis. Bei Produkten aus Bambus hat man weniger Probleme mit der Gewichtsfrage. In Bezug auf essbare Souvenirs schlägt der Autor außer den oben erwähnten Ananasmörbchen auch Tarotgebäck und die sogenannten Sonnenkuchen aus Taichung vor. Hier sollte man allerdings darauf achten, ob sie Schweineschmalz enthalten, besonders wenn der Beschenkte Muslim ist. Er hat darüber hinaus an Instantnudeln gedacht, etwas, mit dem man jedem Taiwaner im Ausland eine Freude machen kann, was aber wegen der Verpackung nicht sehr umweltfreundlich ist. Und an typische Taiwan-Snacks, doch hier heißt es erstmal beobachten, ob es den Gästen tatsächlich schmeckt. Um herauszufinden, welchen Taiwan-Tee meine Verwandten und Freunde bevorzugen, habe ich bei meinem letzten Deutschlandbesuch mehrere Teeverkostungen veranstaltet und mir dann die Präferenzen der Beteiligten notiert. Beim nächsten Mal weiß ich also, mit was ich wem eine Freude machen kann. Diese Teeverkostungen kamen sehr gut an. Den meisten der Beteiligten wurde erstmals bewusst, was es alles an, ich sage mal, echten Tees im Unterschied zu Kräutertees gibt und wie sie sich geschmacklich unterscheiden. Wer eine Teezeremonie in Taiwan erlebt hat, der möchte sich vielleicht ein typisches Teeset mitnehmen, wobei der oder diejenige in der Keramikstadt Inga eine besonders große Auswahl hat. Sie sehen also, es sollte eigentlich für jeden etwas Passendes geben und niemand muss mit leeren Händen nach Hause gehen. Nun hören Sie Rund um die Insel. Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es poetisch vor. Denn meine heutige Gesprächspartnerin Angela Xu hat gerade einen Gedichtband mit dem Namen Der schlaflose Hai verfasst. Die Gedichte wurden zunächst auf Chinesisch geschrieben und dann in das Englische und Deutsche übersetzt. Sie hören gleich noch mehr von diesem Prozess, doch zunächst möchte ich zur Einstimmung eines der Gedichte vorlesen, und zwar die deutsche Fassung von Der Fluss der Zeit. Der Fluss der Zeit. Bei Nacht, von weit her, jagen Fahrradritter vorbei, ganz strahlend, elegant, kommen woher, ziehen wohin, wie der Fluss der Zeit. Auch ich bin wie ein ganz kleiner Kiesel im Fluss, ganz hurtig, ganz langsam, trödelt und schweifend, trudelt und schlitternd, zuletzt verschwindend. Unbekümmert, ob meiner erinnert wird, denn ich erinnere dieses schmerzhafte Trudeln und das heitere Schwimmen. Und so klingt das Ganze auf Chinesisch, vorgetragen von Angela Xu selbst.
时间的流。夜里，远方迅速经过的自行车游侠，亮亮的，优雅的，从哪里来？去哪里？像时间的流，我也像河流里一个小小的鹅卵石，快快的，慢慢的，驻留于离开，滚动于滑行，而最终消失。不担心我是否被记住，因为我记得这痛苦的滚动以及畅快的游着。Soweit Angela Hü mit der chinesischen Originalversion des Gedichtes Der Fluss der Zeit. Dieses Gedicht ist eines der Gedichte aus ihrem neuen Gedichteband Der schlaflose Hai. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen Angela Hü wahrscheinlich nur als Kuratorin. Und so wollte ich zunächst wissen, seit wann sich Angela Hü mit dem Schreiben beschäftigt. Ich glaube, es hatte während der Pandemie angefangen. Damals war ich in Deutschland und wir sind kaum nach draußen gegangen. Es muss im März oder April gewesen sein, als ich auf dem Friedhof spazieren gegangen bin und die neuen Knospen des Frühlings gesehen habe. Ganz unerwartet habe ich eine tiefe Lebensfreude gespürt. Als ich zurück zu Hause war, habe ich einen Kurztext darüber geschrieben. Und plötzlich habe ich mich ruhig gefühlt. Diese Momente habe ich dazu gebracht, mit dem Schreiben zu beginnen. Und warum hast du dich für Gedichte entschieden? Am Anfang habe ich gedacht, es sei ein Zufall gewesen. Später habe ich mit einer Regisseurin gesprochen und sie hat mir gesagt, dass sie es als ein Bedürfnis sehe. Vielleicht hatte sie recht. Zum Geburtstag viel Glück ist mein erstes Gedicht gewesen. Damals habe ich mit meinen Gefühlen nicht zurecht gekommen. Nachdem ich es geschrieben habe, habe ich die enorme Kraft der Poesie entdeckt. Daraufhin habe ich den Fluss der Zeit geschrieben und angefangen, meine Gedichte mit Freunden zu teilen. Das ist ein tiefgründiger Austausch. Es gefällt mir besonders. Und warum hast du dieses Buch, diese Gedichtesammlung, Der schlaflose Hai genannt? Eigentlich hat das Buch ursprünglich einen anderen Titel gehabt. Der jetzige Titel ist tatsächlich aus einer Geschwäche entstanden. Ich habe einen Schulfreund aus der Grundschule, der mir gesagt hat, ich erinnere ihn an einen Hai. Ich habe ihm gesagt, ich ein Hai wäre, dann ein schlaflosen Hai. Habe ich bemerkt, dass dieses widersprüchliche Bild gut mir passt. Zum Beispiel vermisse ich meine Heimat sehr, aber ich habe immer den Drang, weiterzugehen. Soll ich sagen, ein Gefühl zwischen Heimweh und Fernweh. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir eine glückliche Kindheit geschenkt haben, mir den Mut gegeben hat, immer weiter aufzubrechen. Worum geht es in deinen Gedichten? Du hast das Buch in Kapitel unterteilt. Sind das unterschiedliche Themen? Der Titel meiner Lesung in Berlin hatte Bia Borders gelautet. Diese Borders steht für Grenzen, Frieden und Krieg, aber auch für Leben und Tod. Ich habe über Taiwan, über Berlin, über den Krieg in der Ukraine und natürlich über meine Rosen geschrieben. Ich habe den Gedichtband in drei Abschnitte unterteilt. Also Taiwan, Berlin und die Welt. Die Grenzen zwischen diesen Abschnitten sind nicht so strikt gewesen. Ich denke, dass das Lesen von Gedichten ähnlich wie das Hören von Musik ist. Daher
habe ich sie in drei Teile unterteilt. Also ähnlich wie verschiedene Sätze in einem Musikstück. Man kann eine kleine Pause machen, bevor man den nächsten Teil weiterliest. Und du hast die Gedichte auch auf Englisch und Deutsch übersetzt. Wer hat die Gedichte denn übersetzt? Ich habe es zunächst selber übersetzt, aber schließlich ständig mit Muttersprachlern, die Chinesisch verstehen, besprochen und überarbeitet. Ich hoffe, das ursprüngliche poetische Charakter beizubehalten. Gab es Schwierigkeiten oder Herausforderungen beim Übersetzen? Gedichte zu übersetzen ist ja doch eine andere Herausforderung als Bedienungsanleitung oder Romane zu übersetzen. Ich denke, die größte Schwierigkeit und Herausforderung liegt in den kulturellen Unterschieden. Im Vergleich zur sprachlichen Schönheit lege ich mehr Wert auf den authentischen Ausdruck der Gefühle. Außerdem ist jedes Gedicht ein eigenes Leben. Es entwickelt sich weiter. Zum Beispiel, ich schreibe über meine Rosen, über ihre mutigen Geschichten. Eine Leserin sagt mir, sie sehe dahin einen Ausdruck des Feminismus. Das finde ich sehr faszinierend. Dann wollen wir uns das Gedicht doch mal anhören, zunächst auf Deutsch. Die Rose, die dem Wind trotzt. Ein heftiger Wind aus Moskau nutzt die Nacht und überfällt heimlich Berlin. Der schneidende Wind mäht rücksichtslos nieder alle blühenden Rosen. Den Wind über Nacht besiegend, die verwundete Rose ignoriert die Wunden auf ihrem Rücken. Begrüßt die 8 Uhr Morgensonne auf meinem Balkon, trotzt dem Wind und blüht auf. Und so klingt das Gedicht auf Chinesisch. Und kann man das Buch auch in Deutschland erhalten? Ich habe es online bisher nur in Taiwan gefunden. Ja, gedruckte Exemplare kann man in Deutschland nur in Berlin bei Shise Bookshop, in Neukölln oder in der Franz Merlings Buchhandlung in Friedrichshain kaufen. Aber E-Books kann man irgendwo bei Google Play oder Amazon erhalten. Sagt Angela Xu, mit der ich mich über ihren neuen Gedichteband Der schlaflose Hai unterhalten habe. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 19. September 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.